Hallo zusammen, in diesem Video zeige ich euch, wie ihr einen günstigen Flug im Internet in der Business Class buchen könnt. Günstige Flüge wie diesen von Budapest nach Washington DC, diesen habe ich online gefunden und der hat mich 1.146 € gekostet. Dafür braucht ihr weder die im Internet viel gepriesenen Kreditkarten-Hacks, noch braucht ihr irgendein Reisebüro. Was ihr braucht, sind meine Tipps. Flüge in der Business Class, die günstig sind zu finden, da schauen wir uns jetzt mal Google Flights an, was da an Angeboten zu finden ist. Ab auf Google, dort flights.google.com eingegeben, angeklickt, Bedingungen akzeptiert und jetzt geht's los. Ich gebe ein Budapest als Startflughafen in Ungarn und Delhi als Zielflughafen in Indien. Warum Budapest? Budapest hat geringe Steuern und Gebühren für Flüge. Wähle jetzt noch Business Class aus. Als Abflug wähle ich den Dezember und dort den 11. Dezember sowie den 24. Schöne Bescherung. Wir kommen Weihnachten wieder zurück. Jetzt noch schnell angeklickt. Fertig. Und anschließend auf Suche. Ergebnis ausgespielt, 1.620 € wird mir hier für einen Hin- und Rückflug als günstigste Option angezeigt. Den Flug wähle ich aus und nehme noch den Rückflug logischerweise dazu und habe mein Ergebnis mit Hin- und Rückflug, siehe da, mit einem günstigeren Ergebnis sogar, mit 1.580 €. Nehmen wir ein neues Beispiel und machen Madrid nach Mexiko-Stadt. Auch wieder eine Business Class, diesmal aber vom 18. Januar bis zum 24. Januar. Und schauen mal, was wir dort rausbekommen. Wir bekommen 1.462 €. Ich wähle den Flug aus, packe mir den Rückflug dazu. Und siehe da, wir bekommen wieder einen günstigeren Preis angezeigt mit 1.401 € für den Hin- und Rückflug. Jetzt gibt es noch weitere Portale. Ich mache mal Idealo auf und sehe hier 1.369 €, selbes Datum, selbe Flugstrecke. Das ist auch natürlich eine Ansage und ein anderes Portal. Schauen wir mal weiter. Es gibt noch Travelstart. Dort habe ich 1.437 €, etwas teurer. Zeigt mir aber, es gibt unterschiedliche Anbieter mit unterschiedlichen Preisen. Bleibt also festzuhalten, Google mit 1.401 € ist schon gut, aber in dem Moment für dieses Flugbeispiel nicht der beste. Wir sehen also, es gibt verschiedene Portale mit verschiedenen Preisen. Wenn ihr das günstigste Angebot finden solltet, bleibt euch nur eins übrig, verschiedene Portale zu probieren, verschiedene Routen euch anzuschauen und am Ende den für euch günstigsten Preis zu finden. Und ein Abschlusstipp noch. Bitte seid flexibel bei der Auswahl der Daten. Wenn ihr von vornherein mit einem bestimmten Datum suchen müsst, dann müsst ihr schon sehr viel Glück haben, dass ihr den Preis findet, den ihr euch vorstellt. Seid ihr flexibel, habt ihr die besten Chancen. Wollt ihr noch mehr Tipps dafür haben, wie ihr günstig in der Business Class oder auch in der Economy fliegen könnt, dann bleibt diesem Kanal treu. Ich mache weitere Videos zu diesem Thema. Bis dahin, ciao.